Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Techland. Ich bin hier ganz fresh am Start und zwar warum? Einfach weil ich gerade ein bisschen happy bin. Also natürlich kommt die Folge wie immer wieder zu spät. Jetzt frage ich natürlich, Ennis, warum kommen die Folgen zurzeit immer so unpünktlich? Ich meine, unpünktlich ist jetzt eine Sache, sie kommen ja immer um 16 Uhr circa. Aber eigentlich kommen ja Techland Folgen immer um 14 Uhr. Das liegt einfach daran, dass der Lemelinus hat jetzt ja Ferien und ich stehe meistens erst um 12 Uhr auf und dann frühstücke ich eine Stunde und nachdem ich gefrühstückt habe, nehme ich dann meistens immer direkt auf und lade dann hoch und es dauert dann auch nochmal so ein, zwei Stunden. Also hochladen plus schneiden plus aufnehmen dauert dann meistens so zwei bis drei Stunden, was natürlich schon ein bisschen Zeit ist. Und deswegen kommen die Folgen auch zurzeit immer erst so nach 2 Uhr halt, weil ja, ich schlafe halt gern lang, sagen wir es mal so, ich bin halt auch abends immer lang wach. So ist das Leben, so ist das Leben. Kann man nichts dagegen machen. Ne? Kann man schon natürlich schon. Man könnte einfach früher aufstehen und nicht so lange wach bleiben. Aber lang wach bleiben hat schon Style, gell? Muss man halt schon mal sagen. Hier, okay. Und dann wollte ich mich nochmal bedanken bei dem lieben Tim für das nette Kommentar von wegen den Türmen her. Dazu wollte ich jetzt nochmal eine Frage stellen. Also du hattest ja entweder gemeint, ich soll ein Viereck aus Türmen bauen. Also ich verstehe schon, was du meinst so in die Richtung. Oder ich soll zwei Türme bauen und dazwischen einen Hafen. Also entweder ein Viereck aus Türmen und dazwischen einen Hafen oder zwei Türme und dazwischen einen Hafen. Jetzt ist die Frage, weil das Ding hier soll ja der Hafen werden. Beziehungsweise hier ist jetzt schon eine kleine Anlage, wo man schon irgendwie dran kann, aber da könnte man vielleicht noch Stege, weiß nicht, was der Plural von Steg ist. Stegs? Keine Ahnung, könnte man aufs Wasser rausbauen, damit da auch Boote anlegen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wo meinst du? Ich verstehe, du meinst, ich soll Türme bauen. Vier oder zwei. Die Frage ist jetzt, wo, meintest du das hier an dem Eingang? Oder meintest du das ganz am Rand von dem Hafen? Dass ich jeweils da und da einen Turm baue. Und hier sehen wir schon, also hier ist noch ein Zweiteingang zum Hafen. Guck, hier das Außen ist noch nicht so ganz fertig. Aber hier ist so ein Eingang und dann kann man hier auf den Hafen drauf. Falls ihr euch daran noch erinnert, das haben wir glaube ich in der 40. Folge oder so gebaut. Dann geht es auch hier höher. Und mit dem Haus bin ich ja immer noch nicht ganz fertig. Da vorne kann man auch nochmal raus, wie ihr seht. Und hier oben bin ich ja noch nicht so ganz fertig. Ich wollte da oben drauf irgendwie hier einen Turm bauen. Da muss man irgendwie von da dahin. Und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt werden soll. Das ist jetzt so die Frage. Ihr seht auch, die Arena ist doch nicht verschoben. Denn durch jetzt so, ey Linus, du hast doch gesagt, die wird jetzt wahrscheinlich verschoben. Letzte Folge, ja, ich habe gesagt wahrscheinlich. Also mal sehen, wann wir das machen. Die wird auf jeden Fall verschoben. Die Frage ist nur, wann. Wie das halt von der Zeit her passt. Weil dann war ich da, und dann war er nicht da, und dann war er da, und dann war ich da. Weil ich das ja mit dem Minion das zusammen verschieben will. Dass hier auch alle zufrieden werden mit der Position und allem sonstigen. Drum und dran. Wir wollen ja hier keinen unglücklich Gesellen. Das wäre natürlich echt nicht schön. Oder echt nicht so schön. Guck mal, mein ganzer Strom für meinen Anzug wird verbraucht, nur weil ich die Hand benutze. Seht ihr das? Naja, so ist das Leben. Genau, also erstmal wäre cool, wenn du mir das nochmal in die Kommentare schreibst, wo du diese Türme meinst. Du kannst dann zum Beispiel sagen, du kannst einfach in deinen Kommentaren, man kann ja Zeiten reinschreiben, du kannst 0 Doppelpunkt 15 reinschreiben, also in der 15. Sekunde vom Video, und dann kann man ja da ja draufklicken und sieht genau, wo das ist, und dann kannst du genau sagen, wenn ich zum Beispiel hier stehe und dahin gucke, wo ein Turm gebaut werden soll, sagen wir, du meinst den Turm, ich gucke gerade hier hin, dann tust du die Zeit einfach vom Video in das Kommentar und dann weiß ich, wo du meinst, wo ich Türme bauen soll. Damit ich da auch ja, ein bisschen besser durchblicken kann. Aber danke auf jeden Fall für das Kommentar. So, oh, hier steht noch ein Baum. Ganz uncool Baum. Hat er sich versucht hier rauszuschleichen, weil er sich einfach so in der hintersten Ecke platziert hat? Ah, da hat er nicht mit mir gerechnet, gell? Muss man halt schon mal sagen. So, hier auf der Ebene muss das sein. Jetzt ist die Frage auch, wir wollten hier auf jeden Fall ja noch einen Wassergraben hin. Machen rund um die Burg. Und ich würde auch sagen, wir machen sogar zwei Wassergräben. Sogar einen rund um die Burg und einen rund um die Mauer. Das würde ich eher bevorzugen, also zwei Wassergräben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo oder wie soll ich die bauen? Meine Überlegung wäre jetzt einfach ganz stumpf. Ich mache da zwei oder drei Etagen tiefer. Sagen wir hier, so zwei, drei Etagen tiefer und fülle dann da Wasser rein. Und ja, das lasse ich dann einfach als Graben. Also das wird dann der Graben, das soll dann einfach so sein, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ein paar Etagen tiefer, so ungefähr zwei, drei breit. Und dann wird das auch der Graben werden, dann wird das ein bisschen schön und sowas. Hört sich eigentlich nach einer sweeten Idee an, wenn man das mal so sagen darf. Jetzt ist die Frage, was ihr dazu meint. Also hier, so, keine Ahnung, 1, 2, 3, so bis hierhin, dann hat man hier immer drei Dinger frei. Und da kommt dann einfach Wasser rein, das wird dann so ein paar Etagen tiefer. Sagen wir haben das Stück jetzt hier.
Und das wird dann nochmal 2-3 Etagen tiefer. Und da dann auch nochmal so hier, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da jetzt einfach, das ist natürlich jetzt ein bisschen schöner, die Hand baut natürlich viel zu schnell ab, da kann man das nicht gut regulieren. Aber wenn ihr misst und dann halt da so Wasser reinfüllen, vielleicht hier sogar noch eine Etage tiefer, dass das so einen kleinen Übergang hat in die Welt, also die äußerste Reihe nochmal eine Etage tiefer, dass das einen besseren Übergang hat, einen smootheren Übergang. Schreibt einfach euer Kommentar dazu. Genau, und ich wollte mich nochmal bedanken für das Infovideo von Game of the Week. Wow, habe 1 Million Kommentare bekommen, sogar der liebe Jakob hat mir geschrieben. Wer noch den Jakob kennt hier, damals vom Vor-Neustart, glaube ich, von diesem Kanal hier. Ich habe ja den Kanal jetzt schon 2-mal neu gestartet. Leider, muss man dazu sagen. Wow, was machst du denn hier? Und der liebe Jakob, ich habe jetzt ja früher mit dem Jakob angefangen, YouTube, und das war ja auch so der Grund, wegen dem Jakob haben wir ja angefangen und irgendwann haben wir uns dann ja auseinandergelebt und dann gab es ja noch den Dave und alles mögliche und wir hatten ja immer alle schön viel Spaß zusammen und der liebe Writers, der macht ja auch kein YouTube mehr, keiner macht mehr YouTube, das ist so fies, ich bin hier ganz alleine. Ja, und der Max, der ist auch nicht mehr in Techland, mit dem muss ich auch noch mir ein Projekt überlegen, irgendwas muss da ja mal kommen, das geht ja nicht. Ohne lieben Max, ich vermisse ihn schon, dass wir nicht mehr so viel zusammen machen. Das Leben ist hart. Und hier, jetzt, ich glaube, ich reiße diesen Eingang komplett ab, aber nicht jetzt, sondern irgendwann anders, weil irgendwann anders muss der ja was hin, also was anderes hin, aber nicht jetzt. So, was jetzt meine zweite Überlegung noch wäre, erstmal kommt ja die Mauer hin. Die Mauer wird natürlich hoch, wird sehr hoch. Ich würde aber gern vielleicht sogar, dass die Mauer auf einem kleinen Berg steht, sprich, dass, wurde da weitergebaut? Ja, da wurde weitergebaut, gell? Oh, guck es zu. Cool, wer hat denn das jetzt gebaut? Ich bin echt verwirrt. Ich sollte mal fragen, wer das gebaut hat, weil das ist zu. Hä? Jetzt? Da kann man gar nicht rein? Ah, doch, hier. Kann man da... Was gibt's da was drin? Oh, was ist das? Ein Computer. Steht aber gar nichts drin. Joa. Und hier gibt's auch nichts. Okay. Na gut, immerhin etwas. Oh, ich muss gleich niesen. Ah, ich muss doch nicht niesen. Ich hoffe, ich muss nicht niesen. Oh Gott. Mir kribbelt es aber in der Nase. Kennt ihr das? Es kribbelt in der Nase. Ihr wisst nicht, ob ihr niesen müsst. Und dann auf einmal denkt ihr so, jetzt kommt nicht. Das ist immer so. Das ist schlimm. Aber meine Krankheit geht über mich weg. Ich glaube, ich bin echt halb tot. So von der vom Krankheitsgrad her. Nicht irgendwie. Das wäre komisch. Aber naja. Boah, wir haben hier so viel zum Erde abbauen. Und ich bin noch am überlegen, wo genau die Mauer langgezogen wird. Also ich weiß ungefähr, hier kommt der erste Turm hin, hier kommt der zweite Turm hin, da kommt ein dritter Turm hin. Dann kommt hier vor der Farm ein Turm hin und nach der Farm kommt der letzte Turm hin. So ungefähr wird das dann auch sein. Aber wie genau ist natürlich immer so die Frage. So, hier noch alles abreißen. Die ganzen Bäume dann würde ich auch gerne noch wegmachen. Die würde ich gerne im Nachhinein eher pflanzen. Sprich, ich würde gerne erst die Mauer ziehen und sonstiges und danach Bäume pflanzen. Das wäre so mein Ziel. Weil ich einfach, wenn ich die Mauer habe, ich mag das gerne, wenn viel frei ist zu bauen, wenn man viel Übersicht hat und dann einfach zu bauen, finde ich angenehmer, als wenn da alles voll mit Bäumen zugewachsen ist. Das finde ich nicht so geil. Aber ja, das sollte ich dann erstmal mit den ganzen Bäumen hier. Ich muss mir eine neue Axt machen, dann kann ich die ganzen Bäume auch abreißen und mein Inventar vielleicht leer machen. Da sind zu viel Stacks Erde drin. Na gut, Erde ist eine schöne Sache. Ich meine, Erde haben wir nicht im Überfluss. Wir haben Cobblestone im Überfluss, im Überfluss, im Überfluss. Viel zu viel. Achso, der liebe Luke hat mir auch vorgeschlagen, ich soll so Pipes bauen. Sprich, die Idee hatte ich auch schon mal. Ich wusste noch nicht, wie ich das umsetze. Eine Pipe, die in den Ofen führt. Also vor einer Kiste. Eine Pipe, die in den Ofen führt. Und aus dem Ofen raus. Eine Pipe, die in die Kiste führt. Oh, hier ist Öl. Dass das automatisch einfach Cobblestone dreht. Sprich, ich mache die eine Kiste von Cobblestone. Und dann kommt alles, geht in den Ofen rein, wird gebraten, kommt dann und seid ihr wieder raus. Ich weiß nicht, ob das genauso funktionieren kann. Deswegen habe ich die Idee bis jetzt noch nicht umgesetzt und fragt einfach mal den Jan später mal. Und dann gucken wir, ob das alles klappt. Und wenn ja, baue ich das mal mit dem zusammen. Oder er zeigt mir, wie man das baut, wenn das denn geht. Wenn das denn überhaupt möglich ist, sowas zu bauen. Wenn ihr noch andere so coole Ideen habt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass wir uns mal mit der Quarry beschäftigen, weil momentan haben wir ja keinen, der sich um die Quarry kümmert, die steht ja momentan still. Leider, wir haben natürlich auch Yuyu Meta, ich meine, da kann man einiges draus bauen. Aber wenn ihr wollt, dass wir uns mal mit der Quarry beschäftigen, dass wir mal gucken, wie das alles funktioniert. Darüber wusste ja irgendwie nur der Max Bescheid und dann irgendwann hat er es ja auch ausgegeben, weil die Quarry einfach nur noch rumgesponnen hat und nichts mehr funktioniert hat und bla und bläh.
Deswegen schreibt mir dazu einfach mal, wenn ihr meint, ey, yo, Linus, beschäftige dich mal mit der Query. Oder wenn ihr meint, ey, yo, hör auf zu bauen und beschäftige dich wieder mit Computercraft. Ich fand die Tutorials in Anführungszeichen geil. Oder wenn ihr sagt, ey, yo, Linus, mach irgendwas anderes, aber lebe nicht. Oder hör auf, das macht keinen Sinn. Ich geh mich vergraben. Ja, definitiv, für so eine Aussage definitiv. Nee. Was wollte ich? Ich labere heute nur Scheiße, weil ich kein anständiges Gesprächsthema habe. Guck, das passiert dann, Leute. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Was ich auch noch sagen wollte, liebe Tim hat auch geschrieben, wegen Livestream, wir hatten ja kurz in den Kommentaren drüber geschrieben, über einen Techland Livestream, und dass man sich da doch viel besser übers Bauen unterhalten könnte, gerade weil er mir vorgeschlagen hat, ey yo, ich soll 4 Türme bauen oder 2 Türme, aber die sollen da und da sein, und in einem Livestream kann man das ja viel besser umsetzen, also da kann man viel besser interagieren und viel besser gemeinsam bauen, als hier in so einer Folge, das ist natürlich richtig. Und deswegen kam ich jetzt auch zu der Überlegung, ich werde das jetzt mal die Tage ausprobieren, ob das klappt mit dem Techland Livestream. Und wenn ja, dann werde ich einfach Livestream und dabei aufnehmen, sprich dann auch Folgen auf YouTube hochladen, dass das nicht nur als Livestream kommt. Aber wenn das dann funktioniert, würden auch bald Techland Livestreams kommen. Aber das ist noch die Frage, ob das alles klappt. Ich kann euch nichts garantieren, mein Internet ist nicht das Beste, von dem her muss ich erstmal schauen, ob das alles funzt, so wie ich mir das vorstelle. Oh cool, wir haben keine Energie mehr. Das heißt, wir können auch nicht mehr fliegen. Ein gutes Leben ist hart. Kann mal passieren. Und wir haben immerhin jetzt diese Folge auch schon wieder brutal viel abgerissen hier in Erde. Und füllen auch gerade brutal viel. Und ich bin echt gespannt, wenn ihr später wieder einen Kiesweg drauf müsst, werde ich das wahrscheinlich alles wieder abreißen müssen, beziehungsweise halt den Boden doppelt bauen und dann wird es eh unnötig sein, dass ich den gerade hier vollstopfe. Aber naja, so ist das halt. Ich werde das jetzt nicht bedenken und dann später irgendwann bereuen. So ist das Leben. Und ja. Guck, jetzt gehen wir schon langsam die Gesprächsthemen aus für diese Folge. Guck, das passiert dann. Aber wer das erste Bundesligaspiel gesehen hat, ich habe es nicht gesehen, mir wurde jetzt auch, liebe Tim hat mir geschrieben, 5-0, nice, also das ist hart irgendwie, ich kenne mich jetzt nicht auf mit Fußball, ich weiß auch nicht, für welche Mannschaft ich sein sollte oder für welche Mannschaft ich bin, aber 5-0 klingt für mich nach einer harten Sache, auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir gleich hier das Ölloch hier befüllt. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal überhaupt noch Öl brauchen oder warum hier das überhaupt zu ist. Oder wir müssen uns unbedingt mal auch wieder ins Nether wagen, denn im Nether ist doch unsere Pumpe. Und wir hatten ja schon letztes Mal, hatten wir da mit Max reingeguckt, in der 101. Folge, glaube ich, hatten wir ins Nether geguckt und geguckt, wie viel die Pumpe gepumpt hat. Und ich würde gerne mal weiter gucken, weil mittlerweile ist ja schon wieder viel, viel Zeit vergangen zwischen der 100. und der 108. glaube ich. Folge liegen ja schon Generationen dazwischen, einfach weil es so eine lange Pause gab, 2 Wochen oder so, oder eine Woche, was natürlich schade ist, aber jetzt geht ja alles wieder weiter. Glücklicherweise und am Montag Game of the Week vorbeischauen, bitte! Das ist ein cooles Projekt und ich freue mich einfach mega drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die erste Folge. Naja, ich bin mega gespannt. So, jetzt haben wir das hier zugebaut, es ist fürs Erste alles zu. Komm, wir machen jetzt noch unsere Energie leer, denn so viel Energie haben wir jetzt nicht mehr. Dann können wir da noch die ganze Hand verballern an Energie. Und dann können wir das alles wieder aufladen gehen zusammen. Also sprich die Energie und, also nicht die, was lade ich denn, die Hand und das Jetpack, das wir haben. Wir sollten das Jetpack vielleicht auch schwächer einstellen, obwohl die Hand vielleicht schwächer einstellen, weil die so viel Energie verbraucht. Das wäre vielleicht mal praktisch, weil die verbraucht ja echt viel Energie. Ich meine, wir buddeln hier nur so ein bisschen rum. Gehen, mit einer Schaufel wird das wahrscheinlich nicht mal annähernd so schnell gehen. Aber wir buddeln hier jetzt auch nicht gerade viel rum. Und dafür, dass wir hier unseren 3,19 Millionen Energie verbrauchen. Ich meine, im echten Leben wäre das bestimmt viel. Ich kenne mich jetzt nicht so mit dem Energiegedöns auf, aber das wäre bestimmt viel. Bestimmt. Ich schätze mir jetzt einfach mal. So. 500k haben wir noch. Nicht mehr so viel. Und wir haben noch einiges vor uns hier. Das heißt, wir müssen die Hand wahrscheinlich noch ein paar Mal auffüllen. Obwohl, jetzt wahrscheinlich nur noch einmal. Denn dann, das wird glaube ich dann für den Rest reichen. Aber nachdem dieser Rest hier erfüllt ist, muss ja auch noch irgendwann weitergemacht werden. Also im Sinne von irgendwann... Wir wollen ja bestimmt noch einige Keller bauen. Wir wollen noch eine Ruhmeshalle bauen. Wir wollen noch den Turm von Isengard nachbauen. Wir wollen noch eine Mauer bauen. Wir wollen noch das Schloss fertigstellen. Wir wollen einen Marktplatz bauen. Wir wollen keine Ahnung was alles bauen. Wir wollen den Hafen noch ein bisschen erweitern. Wir wollen vielleicht einen Leuchtturm bauen. Also wir haben noch einiges vor, also das wird noch ein bisschen dauern bei den ganzen Gebaugedöns. Wir wollen uns noch ein bisschen mit Computercraft beschäftigen. Wir wollen vielleicht
Ne, was wollen wir? Ah, wir müssen noch ein Eingangstor für unsere Mauer bauen. Also wenn wir eine Mauer bauen mit 4 Türmen, brauchen wir auf jeden Fall ein cooles Tor. Vielleicht auch ein fettes Tor. Was ich gerade überlege. Ach nee, unsere Rüstung ist ja keine Energie. Wir haben ja eine Diamantrüstung. Aber ich glaube, wir können auch Energierüstung auswählen. Ich frage mich gerade, ob die dann auch Batterie verbraucht, wenn ich eine Energierüstung auswähle. Naja, wir haben ja noch keine Energierüstung. Von dem her kann es das ja erstmal egal sein. So, treffe ich noch ein bisschen was und ich merke schon, wir haben nicht mehr so viel Energie. Dann bauen wir das hier eben schnell noch fertig. Ab. Und jetzt haben wir gar keine Energie mehr. Ja, das sieht man daran, wie lange das dauert. Okay, super. Jetzt können wir ab zum... Ach, wir müssen jetzt hoppeln, ey. Das kann doch nicht sein. Ach man. Ich darf jetzt auch nirgendwo runterfliegen. Ich kann jetzt auch nicht mit Monstern kämpfen. Ich glaube, unsere Energie läuft ja auch aufs Monsterkämpfen. Boah, das ist ja mega komisch. Ach, ich glaube, ich sollte mir dieses Solar... Man kann jetzt sicher in den Helm so eine Solarbatterie integrieren, dass es sich automatisch auflädt. Wir sollten ja sowieso mal unsere Powerrüstung weiterbauen. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Das sollten wir vielleicht echt mal machen, denn vor allem dieses Solarding wird uns vielleicht helfen, wenn wir tagsüber die ganze Zeit bauen und dann Solarding haben und sich das dann einfach automatisch aufladen würde, wird sich wahrscheinlich nicht so schnell aufladen, wie wir es verbrauchen, aber es wird sich etwas aufladen, das wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen lohnen. So, da hinten steht auch die inaktive Quarry da irgendwo, da, seht ihr das, da dieser Strich, ich sehe es ja auch nur ganz schwach. Und hier ist das Kabel, das nicht funktioniert, die ganzen Stromumwandler von dem Generator, das Ding. So, ist das aufgeladen? Aufgeladen. Laden wir auch noch auf. Oh, das ist schon voll. What the fuck? Ja gut. Kann mal passieren. So, ist alles voll. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass hier, das geht auch mal weiter. Ich glaube, die haben letztens aufgenommen ein bisschen. Ich frage mich, ob hier irgendwas geschafft wurde. Sieht sehr aus, als wird hier irgendwas gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ach so, genau. Und diese Fenster wollte ich auch für das ganze Gebäude hier verwenden, denn das Gebäude hat ja oben noch alles offen an Sachen Fenstern und irgendwie will ich da andere Fenster reinbauen und dieser Eingang hier, der wird auch irgendwann noch geändert, weil der gefällt mir überhaupt nicht und das ist ja schließlich mitten in meiner Burg, von dem her kommt der auch noch weg. So, die ganzen Fenster sollen wie gesagt so klar, what the fuck. Okay, da unten ist definitiv ein Hort für Monster. Na gut, so ist das halt. So, hier oben können wir uns jetzt einfach mal draufstehen zum Abschied. Ich hoffe, ich hab's heute nicht so mit dem Reden, Entschuldigung. Ich hoffe, euch hat diese kurze Folge, oder mittelmäßig kurze Folge, Minecraft Techland gefallen. Heute ist Sonntag und morgen ist Montag. Und morgen um 16 Uhr kommt Game of the Week. Ich hoffe, ihr schaltet ein mit dem ersten Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch. Oder wenn euch das Spiel auch morgen nicht gefällt, dass ich morgen spielen werde bei Game of the Week, dann könnt ihr nächsten Montag vorbeischauen. Denn wie ihr wisst, Game of the Week, jeden Montag ein anderes Spiel. Also seid einfach gespannt. Für jeden Montag könnte irgendwas für euch dabei sein. Also macht euch nichts draus. Wenn morgen nichts kommt, das euch gefällt, dann schaut einfach nächsten Montag wieder vorbei und dann gefällt euch vielleicht was. Und selbst wenn euch dann nichts gefällt, irgendwann wird euch irgendwas gefallen. Glaubt mir. Gefallen ist kein Wort. Gefallen. Ah, ja, genau. Und oh, wir bewundern jetzt noch diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Und ich wünsche euch einen schönen Mittag, morgen oder Abend. Wir sehen uns morgen bei einer weiteren Folge Techland oder Game of the Week oder beidem. Und bis dahin wünsche ich euch, wie schon gesagt, einen schönen Mittag, morgen oder Abend. Macht's gut, euer Days. Ciao.